Dominik von How to be a Filmmaker und heute mit dem vierten Teil zu Der Weg zum freien Kameramann. Viel Spaß dabei! Erstmal vielen, vielen Dank für die wirklich tolle Resonanz, die wir bis jetzt dafür bekommen haben. Lustigerweise hatten Olli und ich damals mal diskutiert, wo wir angefangen haben, ob es denn Sinn macht, so ein Thema jetzt schon anzufangen. Aber ja, es hat gezeigt, es gefällt euch. Deswegen gleich vorweg eine Frage noch. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob das, was ich euch jetzt so im kurzen und im Eilverfahren erzählt habe, ob ich daraus vielleicht mal entweder, weiß ich nicht, einen Audiokurs, ein E-Book, vielleicht ein richtiges Seminar oder ein Webinar oder ein Online-Kurs oder irgendwas mal daraus basteln will, werde. Würde mich mal interessieren, wer von euch hätte denn auf sowas Bock und was sollte ich denn da auf jeden Fall noch mit reinmachen? Also schreibt mir ruhig sowas mal hier unten in die Kommentare rein. In den ersten Teilen habt ihr jetzt ja, sage ich mal, schon mal vieles Grundlegendes erfahren, also wo man am besten die Lehre macht, was kann man denn überhaupt so verdienen. Jetzt ist das Allerwichtigste eigentlich, wie baue ich mir denn sowas weiter auf? Ich habe bisher einen Großteil wirklich von meinem Geschäft weniger auf Akquise gemacht, sondern wirklich eher auf Empfehlungen. Also ich bin quasi von einem Kunden zum anderen weiterempfohlen worden, habe mir mit der Zeit ein Netzwerk aufgebaut und komme bisher großteilig wirklich ohne Akquise zurecht. Es gibt ein paar Portale wie zum Beispiel Twago, Das Auge, die ich euch sehr empfehlen kann. Dort werden immer verschiedene Jobs ausgeschrieben. Das heißt also einmal reine Kamerajobs, also als freier Kameramann beziehungsweise wirklich so als Produktionsfirma, was wir eigentlich machen. Und ihr könnt zum Beispiel auch mal auf wemanage.tv, so heißt die Seite, da hatte ich mich auch mal angemeldet, das verfolge ich jetzt nicht ganz so stark, aber dort kommen auch immer wieder mal Anfragen für freie Kameraleute rein, deswegen meldet euch ruhig da mal an und guckt immer wieder rein. Also ich sehe, da kommen mehr oder weniger unregelmäßig, kriege ich E-Mails, wo Jobs in jeder denklichen Stadt ausgeschrieben sind. Das heißt, so könnt ihr natürlich, sage ich mal, jetzt euren Kundenkreis oder euren Bekanntheitsgrad so stückchenweise erweitern. Wie könnt ihr denn solche Kunden behalten? Das ist eigentlich das Allerwichtigste und das, woran ihr wirklich arbeiten solltet, wenn ihr diesen Weg gehen wollt. Das Problem ist, ein Kameramann bzw. Medienschaffende sind von vornherein, ja, ich nenne es mal ein bisschen verschrien. Das heißt, wir sind, keine Ahnung, ich glaube in den Augen vieler sind wir komplett unpünktliche Menschen, komplett drogensüchtige Menschen, Alkoholiker, was weiß ich alles. Was zu teilen vielleicht auch stimmt. Aber man sollte es dem Kunden gegenüber nicht zeigen, sondern genau das Gegenteil einfach mal beweisen. Also das ist ein Punkt, wo ich immer sehr, sehr viel Wert drauf lege, wo ich immer sage, da bin ich mehr Dienstleister als Künstler. Das heißt also, dass ich wirklich probiere, meinen Kunden gegenüber immer natürlich das Beste zu geben, dass ich komplett aufmerksam bin und ja, nicht in dem Sinne den Künstler raushängen lasse, sondern probiere die ganze Zeit zu verstehen, was möchte mein Kunde. Und in dem Falle, als Beispiel als freier Kameramann, ist es natürlich deine Redakteurin. Das heißt also, versuche im Vorhinein, so gut es geht, deiner Redakteurin schon zuzuarbeiten. Also bei vielen Themen, wenn wir die Zeit haben, lasse ich mir vorher auch schon mal Infos geben. Beziehungsweise unterhalte mich eh relativ regelmäßig mit meinen verschiedenen Redakteuren und Agenturen und bin dadurch, sage ich mal, doch immer wieder auf dem Laufenden. Und so fühlt sich natürlich auch, sage ich mal, jemand wohl. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, und das heißt nicht, man soll schleifen, das heißt also, man soll langsam sein, sondern man sollte ruhig arbeiten. Und das ist ein Punkt, den mir jetzt schon mehrere Leute gesagt haben, was sie immer bei mir sehr mögen, dass egal was ist, dass ich immer sehr ruhig und entspannt bin und trotzdem quasi meine Arbeit immer noch mache. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch ans Herz legen kann. Versucht wirklich, so extrem es auch ist und vielleicht, wenn es dem einen oder anderen schwerfällt, versucht eure Arbeit ruhig zu machen, versucht eurem Kunden entgegenzukommen, lieber fünfmal was fragen, wenn Fragen sind, bevor man den richtigen Bock missschießt und man im Endeffekt nie wieder gebucht wird. Also das sind so die Sachen, was ich euch in puncto, ich nenne es jetzt mal Benehmen, mit an die Hand geben kann. Auch ein wichtiger Punkt, was Hierarchien zum Beispiel angeht, lasst niemals auf einem Dreh eine Hierarchie raushängen. Das finde ich ist immer eine der schlimmsten Sachen überhaupt,
dass Kameraleute anfangen, ich habe es jetzt selber noch nicht viel erlebt, aber ich habe es schon mitbekommen, dass Leute anfangen, sich als etwas Höheres zu sehen. Das heißt also, dass der Kameraassistent, der, sage ich immer wieder, einer der ganz, ganz wichtigen Punkte ist, dass der völlig herunterdegradiert wird und im Prinzip eigentlich nur der Hiwi zum Schleppen ist. Und das finde ich nicht. Und das solltet ihr eurem Kameraassistent auch nie zu spüren geben lassen. Weil im Endeffekt, wenn ihr mit eurem Kameraassistent gut auskommt, dann setzt er sich natürlich auch sehr für euch ein. Das heißt also, genau dann funktioniert eigentlich erst so eine Zusammenarbeit und das sollte man nie in dem Sinne raushängen lassen. Genauso auch umgekehrt die Redakteurin, dass man dort irgendwo auf Augenhöhe, sage ich mal, miteinander kommuniziert und auch arbeitet, weil im Endeffekt die Redakteurin, die ist komplett auf ihre Story fixiert und möchte diese Story durchsetzen und du als Kameramann, sage ich mal, bist eher dafür da, natürlich die schönen Bilder zu liefern, die Bilder, die sie braucht und dich aber auch gleichzeitig ein bisschen mit in die Story einmischen. Das heißt also, ihr müsst dort einfach ein sehr, sehr gutes Miteinander schaffen und dann funktioniert sowas auch und dann funktioniert sowas auch sehr langfristig. Ich hoffe, dieser Clip hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch bzw. hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Im fünften Teil werde ich jetzt dann nochmal so ein bisschen auf das Thema Positionierung und Eigenvermarktung nochmal im Detail eingehen. Dort gehen wir dann, sage ich mal, großteilig ein wenig weg von dem freien Kameramann, sondern hin Richtung Freelance-Filmmaker oder Produktionsfirma oder sonst wie. So verrate ich euch gerne mal ein paar der Tricks, oder was heißt Tricks, ein paar der Sachen, nach denen ich quasi das bei mir alles aufgebaut habe und nachdem wir drei auch heute so zusammenarbeiten und ja, auch so unser Geschäft eigentlich führen.